wir spielen eine weitere Runde Ghost Hunter Corp. Und schauen mal, ob wir heute es schaffen, den Geist zu exorzieren oder eher nicht. Und mit dabei sind natürlich wieder Phil und Jack. Moin moin. Hi. Ich werde eh wieder sterben. Du bist bis jetzt immer gestorben. Das ist dein Job. Dein Job ist es zu sterben. So, ich habe die Kamera schon mal mit. Ja, wartet mal. Ich, beziehungsweise ihr könnt gern schon reingehen. Ist mir egal. Ich hole mir noch eine Taschenlampe. Jo. Weil ohne Taschenlampe geht hier gar nichts. Bin schon drin. Hallo. Moin. Ah, hier waren wir da auch schon mal. Ja, gibt die drei Maps. Ich leg hier mal das Buch direkt in den Raum hier. Ja. Ist richtig. Hey Geist, Digga, wo bist du? Digi. Digi, Bro. Hier ist was. Hier ist höherer Okkultismuswert. Ich hatte gerade eine 16, 17. Ja. Wo denn? Gern hier ein bisschen Leid. Kühlschrank vielleicht? Labbert. Ja, ja, mal einen Kühlschrank 16, auf. 17 ist ja jetzt nicht so gigantisch. Aber es ist ein bisschen was. Es ist vor allem vom Sofa hier, scheinbar. Könnt ihr euch merken. Sofa, gegebenenfalls. So, wollen wir mal Lichter machen eigentlich so ein bisschen? Nein. 20. Oh, da ist er. Oh. Der ist gerade direkt hinter dir, Lauri. Gerade zum Ausgang gelaufen. Ich stelle hier. Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, da ist er. Das ist ein Kind. Das ist ein fucking Kind. Dann scheint es. 4er EMP. Ich hatte hier auch gerade EMF oder was? Ja, dann scheint das Signalgerät schon mal wieder nicht zu gehen. Also EMF auf jeden Fall schon mal auf 4. 4 hat es schon. Aber dann ist der Geist weggeploppt, so jetzt stehe ich die Kamera dahin. 3, 2, 1. 20, 28. Ah, hier läuft's. Wo? Ich gerade nicht. Oh, es ist verschwommen, scheiße. Ja, bei mir ist auch verschwommen. Oh, ist an der Decke. Ich bin tot. Das ging schnell. Ich muss mal weg. Oh Gott, es ist immer noch da. Ja. Alter, wie schnell das ist. Es hat immer noch verschwommen, verschwommen. Alter, das folgt uns. Ich sterb. Bin ich jetzt der Einzige, der noch lebt? Geil. Geisterwiki. Wir haben... Das ist ja toll. So, erstmal Lauri hier mitnehmen. Wo ist denn Jack eigentlich gestorben? Ich dachte, er wäre hier draußen irgendwo draufgegangen. Es kann doch nicht sein, dass ihr innerhalb von 4 Minuten in der Aufnahme einfach mal den Löffel abgibt und ich als einziges noch lebe. Ach, da liegt Jack. Hi. Ich finde das so klasse, Zack. Dass Jack halt auch direkt nach mir verreckt ist. Das ist einfach nur klasse. Viel Spaß euch. Ich gehe da rein, ohne Furcht. Wird schon laufen. Ich habe Salz dabei. Salz dürfte richtig sein. Hi, da hatten wir es nämlich schon. Salz kann weg. Sofortbildkamera, keine Ahnung. Es ist da. Okay, ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, das Ding, außer vielleicht die Sofortbildkamera, falls es die das vertreiben sollte, das weiß ich natürlich nicht. Komm, zeig dich nochmal. Scheiß Balk. Höhere Okkultismuswert, das ist also da. Irgendwo.
Es knarzt, ey. Ich werde sterben. Ich werde so drauf gehen. Wir müssen hier einfach ein bisschen YOLO reingehen, wenn ich jetzt schon allein unterwegs bin. Entweder das Ding wird gerippt oder halt nicht. Der Kultismus-Anzeiger macht halt gar nichts, legit. Ich kann nur hoffen, dass das Blitzlicht das Ding dann vertreibt. Keine Ahnung. Weil wir bisher einfach noch nicht genug Werte dafür haben. Leicht höherer Okkultismuswert. Temperaturmäßig konnte ich leider noch nichts feststellen. Allerdings habe ich das Ding den Geist auch noch nicht in den Arsch gerammt. Die scheint auch hauptsächlich irgendwie unten zu chillen. Hier oben ist entspannt. Da ist es wieder. Zeig dich, du Arschkröte. Hä, ja, das ist Jack der Kasper? Nee, das war Lauri der Kasper. Auf jeden Fall immer noch da hinten leicht erhöhter Okkultismuswert hier in dem Bereich. Irgendwas ist es hier potenziell. Und der Kühlschrank ist es nicht. Aber das Kackteil hat halt instant die beiden umgebracht und jetzt zeigt sich's einfach nicht mehr. What the fuck? Nicht gut, wenn die Tür nicht offen ist, dann ist Fliehen schwierig. Ich wette, die bekecken sich und hoffen darauf, dass ich mich erschrecke. Aber es passiert nicht, Leute. Bin hier mega entspannt. Gott, jetzt bin ich erschrocken, dass obwohl ich schon tot bin. Zeigt sich einfach nicht. Es hat sich zwei Leute weggesnickt und jetzt hat es keinen Bock mehr. Jetzt denkt sich so, oh, ich bin satt. Hier ist es. Hat geklappt. Hervorragend. Wenn Phil das Ding jetzt gewinnt, na, das wäre auch überragend. Okay, scheint nicht zu klappen. Okay, ich muss Energie sparen. Also Sofortbildkamera hat auf jeden Fall schon mal gewirkt. Wo ist das Buch? Sieht nach nichts aus. Wo ist die andere Kamera? Das Ding hat kein Signal gekriegt, hieß es, ne? Ja, was kann ich noch nutzen? Dämon ist es ja nicht, dann wird das Buch vermutlich nicht helfen. Weil ich glaube, das Buch ist ausschließlich Dämon. Was habe ich hier abgehakt? Wir haben schon drei Sachen. Also ich alleine leiste ich das, ne? Komm, zeig dich, Bitch. Kleine Mini-Bitch. Ich habe hier was für dich. Es ist blau. Mönche hatten damit zu tun.
Ich verstehe es halt immer noch nicht. Zweimal hatte die richtig ultra Bock, ne? Vielleicht versteckt sie sich hier drunter, ne? Und jetzt. Nö, nee, alles zu anstrengend. Der braucht schon Geistern. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das nicht funktioniert. Und dann, ja. Ich halte mich in der Nähe von dem Ding, damit ich das auch werfen kann. Hauptsache, du hast Spaß, ne? Sind wunderschöne Grafikfehler darunter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber der Boden flackert. Sehr gut. Gut gemacht. Das hast du gekonnt. Das passiert, wenn man Licht zu oft an- und ausmacht. Alter, wo bleibt denn die? Auch sehr gut, danke. Hervorragend. Du glaubst, das ist kein Schatten, das ist halt ein Kind, ne? Bei einem Schatten wäre die Dunkelheit jetzt natürlich nachteilig. Okay, so ein bisschen der Kackstift geht mir dann schon, aber geht eigentlich. Alter, what the fuck? Hat jemand herausgefunden, wie man die kaputt macht, ja? Jack schließt hier die ganze Zeit die Tür an, in der Hoffnung, dass ich aufgehe. Vor allem, das bin ich mit den Türen. Da ist er. Hat nicht funktioniert oder ich habe nicht getroffen. Ich tendiere zu, hab nicht getroffen. Ghostbusters! Zeig dich wieder. Interessiert sie nicht. Ich habe auch wieder nicht getroffen, aber ich glaube, ich habe getroffen. Es hat sich einfach nur nicht gejuckt. Aber was haben wir dann für Hinweise? Echt wenig. Wieder mal. Ich schlage hier mal schön im Geister-Wiki nach. So, Geisteranalyse kriegen wir nicht hin. Temperatur hat nichts Besonderes. Ja, war wohl nix. Oh, wow. Was ist denn nun passiert? Ja, die hat mich gekillt. Das kam irgendwie überraschend. Weil du ich war gerade dabei, alle Lichter kaputt zu machen. Ich fand's aber vor allem geil, dass immer du der Böse warst, Jack. Ja, ich weiß. Du hast ihn die ganze Zeit genervt. Ich habe nur die Lichter die ganze Zeit kaputt gemacht. Ich war mir sicher, dass du das warst. Aber okay. Ich hab irgendwann herausgefunden, wie man die Lichter kaputt machen kann. Habe ich jedes Licht kaputt gemacht. Also ich war schon oben im Dachboden. Ich wollte dir am Anfang tatsächlich einfach helfen, die ganzen Sachen reinzubringen ins Haus, dass du nicht immer rausrennen musst. Ah, danke. Und dann hatte ich aber irgendwann gedacht, es ist bestimmt lustig, die Türen immer zuzumachen. Also die Kategorie war richtig geil, Kind, ja. Aber ansonsten, vor allem ein Teil des Exorzismus habe ich ja, glaube ich, sogar hingekriegt. Ne? Salz und ja, aber die Kamera. Halt. Wieder nicht komplett. Ja. Naja, gut. Wir schaffen es also nach wie vor nicht, den Geist zu exorzieren. Bisschen schade. War aber allerdings trotzdem, also für mich war es trotzdem, auch wenn ich nach 2 Minuten schon tot war, eine super witzige Runde, für Jack wahrscheinlich auch. Ja. Ich habe mich reingemutet und dann einfach so ein bisschen erzählt gehabt nach einer Zeit. Ja, ich habe auch hin und wieder ein bisschen erzählt, aber ich war eigentlich größtenteils eher am Feiern. Ja, aber ich denke auch, die Folge war im Großen und Ganzen auch wieder recht lustig. Schaut gerne auf jeden Fall auch bei den anderen beiden rein. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch mal, den Geist zu exorzieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao. Ciao.